Heißige Pop hier mit einem neuen Video. Ja, das Video ist heute ein kleines Talk-Laber-Video, wo ich einfach so meine Gedanken zu zwei, drei Themen loswerden möchte. Wer da keinen Bock drauf hat, der darf gerne jetzt ausschalten. Das nächste Video aus dem Wald kommt bald. Haha, das hat sich auch noch gereimt. Ja, wir sind in den letzten Tagen so zwei, drei Themen über den Weg gelaufen, zu denen ich einfach kurz was sagen wollte. Ganz neutral und einfach nur meine Meinung widerspiegeln oder nochmal kurz loswerden. Einfach, weil ich finde, dass es gerade eben jetzt mit diesem Video, was da im Hintergrund ist, dazu sage ich gleich was, und zwei, drei anderen Ereignissen so ein bisschen zusammenpasst. Ja, jeder weiß, YouTube, Social Media ist ein schnelllebiges Ding. Jeder, der da irgendwie erfolgreich ist, hat immer so das Gefühl, ich muss immer am Ball bleiben, denn wenn ich aufhöre und von der Bildfläche verschwinde, dann ja, werde ich vergessen. Und der Erfolg hört dann eben im Prinzip auf. Und Erfolg ist auch so ein Ding, wo ich sage, so, was ist da der Erfolg für einen? Also wie entsteht für einen das Gefühl, Erfolg zu haben? Das gibt ja verschiedene Parameter, das für sich selber zu bestimmen. Und das muss am Ende dann auch jeder selber wissen letztendlich. Ich habe vor 6-7 Jahren mit YouTube angefangen, weil ich einfach Lust hatte, irgendwie was mit Video zu machen, und dann eben angefangen mit den Geocaching-Geschichten, und dann ging das mit dem Outdoor-Ding einfach los bei mir oder war wieder verstärkt Thema, und es war für mich eine coole Möglichkeit, eben das zu kombinieren, Videos zu machen und eben meinen Spaß draußen irgendwie festzuhalten für mich und eben auch für die Leute, die Lust haben, das zu schauen. Und es war dann einfach schön, wenn dann ein Video irgendwie 30, 40 Aufrufe hatte und dann die Abonnentenzahlen einfach gestiegen sind. Und somit hat man dann das Gefühl, okay, die Aufrufe steigen und die Abonnenten steigen. Man hat so ein bisschen Erfolg damit. Mittlerweile bin ich bei 6.000 Abonnenten oder über 6.000 Abonnenten. Und das Gefühl ist nicht anders wie vorher, sondern es ist so ein bisschen beruhigenderes Gefühl zu wissen, okay, die Abos gehen jetzt einfach nur noch in eine Richtung und es geht nicht nur ständig hoch und runter, was es am Anfang wirklich war. Und da an dem Punkt, wo es dann so war, dass dann das nicht nur gesunken ist und oder wieder gestiegen ist, sondern eher kontinuierlich nur gestiegen ist, da war so ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, das, was ich mache, gefällt einigen und es macht dann auch ein Stück weit Sinn, dran zu bleiben. Es sollte immer ein Hobby sein. Ich wollte damit nie Geld verdienen oder mein Leben damit finanzieren. Den Gedanken hatte ich nie, auch nicht mit irgendwelchen anderen Hobbys, die ich davor hatte. Das war für mich nie Thema, das wäre mir auch generell zu stressig. Und das ist auch das, was mit diesem Video hinter mir zu tun hat. Das ist von Casey Neistat, das hat er jetzt gerade eben hochgeladen. Und ich verlinke euch das einfach mal hier oben oder unten in der Infobox. Da geht es darum, YouTube und Burnout, dass halt große YouTuber, also wirklich große mit Millionen Abonnenten, halt schon immer ein Stück weit unter dem Druck stehen, was hochladen zu müssen, damit man eben immer gesehen wird und immer irgendwie mitspielt. So, sobald man halt eben aufhört, Videos hochzuladen, die Angst größer ist, dann in Vergessenheit zu geraten. Und die Angst, die ist natürlich da. Aber ich kann nur sagen, und das sagt auch Casey in dem Video, dass es halt total wichtig ist, dass man alle einfach am Ball bleibt, dass man einfach, wenn man es wirklich ernsthaft machen will, sich wirklich den Arsch aufreißen muss. Und in meinem Fall war es einfach so, ich habe einfach kontinuierlich was gemacht und einfach versucht, irgendwie damit zu gefallen. Natürlich erstmal mir, aber halt auch den Leuten, die Videos schauen. Wenn man einmal mal einen gewissen Stil erreicht hat, will man ja den vielleicht auch halten ein Stück weit. Und ein anderer YouTuber hat auf YouTube ein Thema wieder hochgeholt, was vor Jahren schon mal bei mir in meinem persönlichen Leben und auch in meinem YouTube-Leben Thema war, war eben das Thema Abos kaufen und Klicks kaufen. Und ich weiß gar nicht, wen es da dann im Genauen geht und warum dieses Thema jetzt gerade plötzlich wieder aktuell wurde. Ob es da einen bestimmten Fall gab, der da anscheinend wieder sowas gemacht hat. Wie gesagt, es gab vor Jahren mal sowas, da hat eine Band sich irgendwie Aufrufe gekauft. Und das ist dann irgendwie aufgeflogen und man kann jedem nur raten, das zu lassen. Man hat am Ende nichts davon. Das geht eher nach hinten los. Der Atze hat es dann auch schön kommentiert.
bei dem Thema. Ich denke, die meisten werden wissen, von wem ich rede. Und am Ende, ja, wie gesagt, kann ich keinem empfehlen, das zu tun. Das geht eher nach hinten los. Es fühlt sich auch irgendwann falsch an, weil man will ja einfach auch selber den Erfolg dann sich erarbeitet haben. Ja, ein anderes Thema ist halt eben der Atze, der hat es geschafft, irgendwie in so einen Support reinzugeraten. Da kann ich dir, Atze, nur gratulieren, dass du das geschafft hast oder dass das irgendwie geklappt hat. Du hast es ja nicht fokussiert, sondern die haben dich ja von alleine irgendwie ausgewählt. Aber ja, bei der Qualität und bei dem gewissen Stil, den du eben hast, da ja, ist es schön und freut mich. Bin gespannt, was da bei dir dabei rumkommt. Und viele haben es ja dann auch geschrieben, bleib so, wie du bist, veränder dich nicht. Und ich glaube, das ist das große, wichtige Ding einfach bei so Sachen, wo man so öffentlich so, sich zur Schau stellt, dass man immer versuchen sollte, sich selbst zu sein, niemanden zu spielen, der man nicht ist, außer man hat jetzt einen Kanal, der darauf ausgelegt ist, dass man irgendwelche Rollen spielt. Aber wenn es darum geht, sich selber zu präsentieren, sollte man einfach versuchen, immer ja, ehrlich zu sich selbst, ehrlich zu seinen Zuschauern zu sein und nicht zu versuchen, jemand zu sein, der man nicht ist. Generell ist es so, dass immer wieder irgendwelche komischen Unruhen jetzt gerade bei uns in der deutschen Outdoor-Szene auftauchen. Das weiß ich nicht immer, was das immer soll. Dann immer diese Vergleiche größer, kleiner und so. Es gibt so viele coole kleine Kanäle und es gibt so viele coole große Kanäle und davon genau gibt es auch andersrum. Ich weiß noch, als der Fritz, so wie ich, ungefähr 2000 Abonnenten hatte, jetzt hat er halt 500.000. Er hat halt Vollgas gegeben, er hat die Zeit dazu, er hat sich entschieden, das zu machen und hat es halt einfach geschafft. Und da kann man ihm nur gratulieren. Und das wäre nicht mein Weg, das würde mit meinem Lebensstil nicht passen und alles. Aber wer da Bock drauf hat, soll das machen. Und ich ja, hoffe einfach nur, dass wir alle noch viel Spaß an dem ganzen Ding haben. YouTube verändert sich immer wieder und ja, ich mache das, worauf ich Lust habe. Das sollte jeder auch so tun. Man lässt sich natürlich immer mal inspirieren von anderen Leuten, von anderen YouTubern, was die so machen. Und ein Stück weit ist es auch okay. Aber irgendwo sollte man am Ende dann einfach sein Ding finden und damit einfach Spaß haben. Das war es eigentlich schon. Mehr wollte ich gar nicht so sagen. Wie gesagt, Grüße nochmal an Atze. Da das Video verlinke ich euch einfach mal. Ist in Englisch, aber ich denke, die meisten werden es verstehen. Wen es nicht interessiert, der schaut einfach nicht rein. Genau, ja, was kommt als nächstes? Jetzt am Wochenende bin ich mit dem Atze unterwegs, da sind wir draußen. Ich weiß noch nicht, wo wir hingehen, aber da wird es definitiv ein Video geben. Und dann kommen noch die ein oder anderen Gear-Review-Videos oder Vorstellungsvideos jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. Da bin ich am Vorbereiten und ja, wer Lust hat, schaut da einfach rein. Instagram nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen, Glocke nicht vergessen, kennt ihr ja alles, brauche ich nicht alles sagen. Haltet die Ohren steif. Bis dann. Ciao. Damn.